Willkommen bei Yvonne Hütti Maus raus und ich habe hier einen Karton von der Firma Sensi. Ich bin selber keine Beraterin, das sage ich direkt am Anfang. Ich bin private Einkäuferin, die sich was gegönnt hat und zwei Lampen aus zwei verschiedenen Aktionen. Einmal selber bei Sensi gekauft über eine Beraterin, einmal über eBay Kleinanzeigen auch über eine Beraterin gekauft. Und ich freue mich sehr, dass ich die Artikel habe, weil die waren schwierig zu kriegen. Also zumindest ein Produkt ist so schwierig zu kriegen gewesen, dass das Video eben erst jetzt online kommt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber wie immer sind so welche Sachen Geschmackssache. Also ich verstehe immer, dass manche sagen, zu teuer, zu hoch, aber jeder muss das selber wissen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund so eine Disney-Sammlung habe und auch relativ viel, ich sag schwierig zu kriegen und mit aus dem Ausland besorgen und Zoll und so, dann werden Disney-Sachen oft sehr, sehr teuer. Und deswegen ist es für mich nicht ganz so schlimm, wenn ich dann mal was finde, was ein bisschen mehr kostet. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr mir noch gar nicht so viel von Disney gegönnt, weil ich eben immer abgelenkt war. Das ist mein Mann schuld, ich schwöre. Okay, und wir reden insgesamt von diesem Karton. Es ist so sweet. Eine Mickey Mouse Halloween Lampe. Finde ich total sweet. Ich habe sie gesehen, ich war verliebt und ich wusste, dass ich mir die kaufen muss. Auf jeden Fall. Und ich denke mal so, das geht um 20 Uhr online. Aber wie es dann so will, schicken die zurzeit auch mal um 9 Uhr was online und mal um 20 Uhr, habe ich so im Gefühl. Und das nervt mich, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich immer gedacht habe, 20 Uhr, weil das ist ja auch eine Zeit, wo ich sage, wo die Leute auch von der Arbeit zurück sind. Das passt eigentlich ganz gut. Um 9 Uhr sind ja die meisten gefühlt unterwegs. So sieht das im Ganzen aus. Ich muss dazu sagen, ich mag diese Laterne auch, weil es ein typisches Disneyland-Ding ist. Und zwar steht sowas so dekoriert, also wirklich dekoriert, im Disneyland zum Beispiel, auch in der USA und so. Das gibt tatsächlich so richtig so riesige Kugeln dann eben im Kürbisdesign und auch mit unten ganz viele oder Department 96, meine ich, ist das oder 56, ich vertue mich immer da. Die haben auch so Produkte und ich wollte von Department schon die Sachen und finde das besser, weil es ein bisschen größer ist. Department Sachen sind immer ein bisschen so klein und da brauchst du ganz viele und dann machst du dir eine Landschaft, so eine Mickey Mouse Landschaft draus. Kriegst du zum Beispiel bei Amazon oder bei Mickey und Co. Und das ist natürlich Hammer. Ich freue mich einfach über diese Lampe. Schaut mal bitte. Was sie neuerdings machen, ist immer so ein Papier da reinlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dieses gelbe Papier, was dann durchschimmert, wenn ihr das anmacht. Ich finde das persönlich sehr schade, weil ich finde, das ist gefühlt eine Sparmaßnahme. Einfach so ein Papier rein und dann passt das schon und dann leuchtet es. Ich meine, das Papier wird schon tauglich sein, dass man es beleuchten kann. Aber ich weiß es auch nicht. Insgesamt geht es natürlich wieder total süß über. Guck mal bitte. Das finde ich total sweet. Also ich mag diese Lampe und ich freue mich, dass ich sie habe. Und sie wird so perfekt in mein Disney Halloween Deko reinpassen, dass ich mich unfassbar freue. Problem ist immer, dass in Deutschland die Sensi-Sachen immer zu wenig da sind. Immer. Also ich weiß nicht warum. Warum kann man nicht mal ein bisschen mehr bestellen? Ich meine, die müssen es natürlich in den USA besorgen. Aber trotzdem, man kann ja auch mal Bescheid sagen, produziert ein bisschen mehr. Das habe ich auch dazu gekauft. Das ist der passende Bar dazu. Die Duftrichtung ist Kürbis mit erntefrischem Pfirsich kombiniert mit Zucker und Vanille, also brauner Zucker und Vanille. Genau das waren die Komponenten und das sieht natürlich total sweet schon aus. Es gibt Leute, die basteln sich, das sage ich immer wieder, falls ihr mal so Interesse dran habt in meinen Videos, dann könnt ihr euch das einfach hier so ausschneiden, Magneten drin dran und dann könnt ihr euch das am Kühlschrank dran machen, beziehungsweise das Gegenstück zu einem Magnet. Im Ganzen sieht es so aus und dann, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich diesen Duft lieben werde, weil es ist so ein typischer Kürbis-rustikaler Herbstduft.
Duft. Also es ist, ich meine, jetzt gerade sah es ja noch ein bisschen sommerlicher aus, aber wenn es so ein bisschen kühler wird, ein bisschen frischer und ein bisschen herbstlicher, so mit Blätterfein und ihr macht diesen Duft, ist der, glaube ich, tatsächlich perfekt. Perfekt für die Halloween-Winter-herbstliche Zeit. Finde ich total toll und freue ich mich drüber. Ich habe den insgesamt zweimal bestellt. Das war Bestellung 1. Also es gibt nicht so viel, was ich da immer kaufe. Liegt einfach daran, dass ich alles habe, was ich will. Ich habe über die letzten 2,5 Jahre habe ich so viel Sensi auf einen Kladderadatsch gekauft und die Sachen werden nichts mehr wert. Das ist so ein bisschen schade, dass viele, ich sag mal, die Produkte auch rausschmeißen. In Bar hier 4 € oder so zu verkaufen, ist schon extrem billig. Extrem billig, wenn man überlegt, dass ein Neupreis hier jetzt zum Beispiel mit Disney 9,25, ohne Disney 8,75, meine ich. Ich bin keine Beraterin, ich verlasse mich einfach mal auf mein Erzählen so oder 8,25. Ich finde es ein bisschen schade, weil man verkauft ja eigentlich nur mit Verlust. Und viele denken auch, wenn ihr die Produkte ist, jetzt hat er gekostet 106 €. Stellen wir uns vor, die bringen den nächstes Jahr nochmal raus und es geht dann, wird nicht alles verkauft, es geht in den Zelle und auf einmal kriegst du den für 50 €. Dann habe ich das, was ich für 106 € verkauft habe, wollen alle auf einmal nur noch 50 € zahlen. Am besten nochmal 10, 20 € runter, weil es ist ja gebraucht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Meine Sachen, die ich in den Vitrinen habe, die verlieren im normalen Verlauf keinen Wert. Die Cinderella-Kutsche, die ich hier oben habe, habe ich für 160 gekauft von Sensi. Die ist jetzt schon dreimal neu wieder gelauncht worden. Und ich glaube, du kannst froh sein, wenn du noch 80 € oder so dafür kriegst, ne? Ja, aber wenn die nicht immer wieder die Produkte rausbringen würden, würden die ja auch irgendwie zu Sammlerstücken werden. Und das würde ich viel, 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 viel schöner finden. Ein weiteres Sammlerstück, was ich hier stehen habe, und ich muss ganz ehrlich sagen, wie schwierig ist es bitte, diese Lampe zu kriegen? Ich stecke das einmal kurz aus. Oh, die ist so toll, ne? 100 Jahre Disney-Lampe. Ich finde die so, 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 so süß. Ich war, wie die im Verkauf war, war ich tatsächlich auf dem Schiff auf der MSC. Das war ein Tag, wo ich dann aber am Hafen war. Und theoretisch hätte ich mir sie kaufen können, wenn ich gewusst hätte, dass der Launch um 9 Uhr losgeht. Tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen, bin um 20 Uhr online gegangen und da war sie dann ausverkauft. So ungefähr war das. Und ich habe mich tatsächlich extrem geärgert, weil ich wusste, dass ich die immer haben will. Dann habe ich gedacht, ist ja nicht schlimm, die launchen die sicher noch mal. Oder holen sich die aus der UK, aus der USA. Haben sie nicht gemacht, haben gesagt, nee, das war's, fertig. Jetzt kommt, bekommt ihr mal diese Lampe noch. Schwierig zu finden, kaum zu haben, ist diese Lampe. Schaut euch bitte das extrem hübsche Schmuckstück an. Es ist wirklich das Schönste, Allerschönste, was ich je von Cenzi gesehen habe. Es trifft absolut mein Sammlerherz. Ich hoffe tatsächlich darauf, dass diese Lampe nicht noch mehr gebracht wird, wie ich eben erzählt habe mit den Werten, die dann runtergehen. Aber ich finde die so, 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 so schön. Ihr habt dazu noch so einen Deckel. Der ist aber jetzt, seht ihr das mit der Mickey Maus und dem mit der Kamera? Ich finde die richtig, richtig toll. Tatsächlich ist die aber eine der wenigen Lampen, die bei mir nicht richtig den Duft verteilen. Das hier ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ich glaube, das ist Mystery Man. Der verteilt sich gar nicht. Also, wenn ich die anhabe, rieche ich das kaum. Aber ich traue mich nicht, das zu reklamieren, weil ich Angst sage, gebe. Sensi sagt dann so: Ja, hast du Pech gehabt, ne? Hast du Pech gehabt? Ja, schick zurück, dann kriegst du Geld zurück. Ja, will ich ja gar nicht. Ich will die behalten. Alles gut, aber ist total schön. Was ich tatsächlich schwierig empfinde, ist, dass das so gemacht worden ist. Dass das tatsächlich hier alles lose ist und Einzelteile. Aber da können wir ja jetzt gleich dadurch dann ganz schön sehen, wie sie sich zusammensetzt. Da drin ist eben, wie bei der anderen Lampe, auch so ein Glitzerpapier.
ziehe das mal so und so. Ja, genau. Und das schimmert dann extrem durch. Das sieht man meistens in den Videos nicht. Ich drehe es mal so langsam rum, dass ihr schauen könnt, wie schön das aussieht. Hier kommt zum Beispiel gleich Peter Pan, Die Schöne und das Biest. Es sind alle Filme drauf. Ich habe nie ein schöneres 100 Jahre Produkt gesehen als dieses, weil es ist absolut und 100% Disney. Also es gibt nichts Schöneres und sie ist eben schwierig zu kriegen, ne? Bayana haben wir hier unten. Dann haben wir hier zum Beispiel auch Cars dabei. Total süß. Hier haben wir zum Beispiel Frozen dabei. Peter Pan und das sind meine Highlights, ne? Das sind meine allerliebsten Lieblingsfilme überhaupt. Die Schöne und das Biest und Peter Pan, aber auch alle anderen. Ich liebe viele, viele Disney-Filme. Nicht alle, aber viele. Gab ja jetzt bei Disney Plus den neuen Elementar oder so Film. Vom Pixar finde ich nicht so gut. Ich finde, der hat so wenig Kindergerichtetes. Ich habe das mit meinem Sohn geguckt. Nach 40 Minuten wollte der den Fernseher im Prinzip schon wieder ausmachen, weil sie ihn überhaupt nicht angesprochen hat. Und da haben wir zum Beispiel Grinsekatze, Aladdin, Winnie Pooh, Peter Pan, Olaf, Toy Story, Minimäuschen. Also ihr seht das, das ist so detailverliebt. Es gibt kein Produkt und ich habe tatsächlich alle 100 Jahre Produkte im Visier und finde das tatsächlich am schönsten. Was mich eben stört, ist, dass das wirklich Einzelteile sind und die relativ schnell kaputt gehen können. Ich bin gespannt, ob diese Lampe noch neu rauskommt bei Sensi. Sie haben ja angekündigt, dass sie eben keine neue Produktion da machen. Also zumindest jetzt zum Zeitpunkt, kann ja sein, dass das für nächstes Jahr oder so geplant ist. Aber ich finde, diese 100 Jahre Geburtstagsedition, die dürften in meinen Augen nur in diesem einen Jahr produziert werden. Weil ich finde, alles andere ist da nicht mehr 100 Jahre. Gut, das sind die zwei Lampen, die ich gekauft habe. Den Bar habe ich gekauft und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich finde es Hammer. Ich habe auch direkt gesagt, wenn ich die kriege, mache ich direkt ein Video. Das war aber dann, ich musste gestern nach Primarkt und nach Ikea, aber nur so ganz, ganz kurz, weil viel laufen kann ich mit dem Bein noch nicht. Also so im Moment gehen so 40, 50 Minuten, aber es reicht nicht zum Arbeiten. Also mal einmal kurz raus aus dem Auto, einmal kurz rein, was besorgen, fertig ist, passt, aber mehr geht noch nicht. Also, dass ich mich da als Bäckerei-Fachverkäuferin stehend hinstelle und sage, ja, dann mache ich jetzt das funktioniert noch nicht. Ja, und dementsprechend sind das für mich immer so kurze Routen. Ich finde aber wirklich, die Sachen hier sind absolut Hammer und jeden Cent wert. Und da wollte ich Ihnen gestern das zeigen, aber es kam so spät, die Lieferung von diesem Produkt. Und ich habe mich ablenken lassen durch das Erzählen. Also ist das kam so spät, dass ich dann eben direkt nach Primark musste und nicht noch ein Video machen konnte. Deswegen kommt das Video erst heute online. Und zwar direkt an dem Tag, wo ich es auch drehe, weil ich denke, das könnte viele interessieren. Wie sieht es in Natura aus? Versuchte einfach über andere Portale das zu kriegen. Ich weiß nicht, ob diesen Kürbis, wenn ihr den nicht gekriegt habt, ob der noch irgendwie zu kriegen ist. Und die andere, die 100 Jahre Lampe, die suchen so viele Leute, ehrlich, weil die echt, echt schön ist. Aber ich würde auch ganz ehrlich, ich würde gar nicht sagen, gib mir das billiger, sondern ich würde immer sagen, zahl den Normalpreis und fertig ist. Ne? Ich würde aber auch keinen Sammlerpreis. Also ich würde nicht mehr dafür ausgehen. Obwohl, wenn man die hat, die ist unglaublich schön. Ehrlich, ich mache es nochmal kurz einmal an, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese Lampe. Und dann ist dieses Video eigentlich auch vorbei. Aber ich finde es einfach Hammer. Weil die wird dann komplett anders. Guck mal bitte. Das ist hier so grünlich in der Mitte, dann rosafarben und dann gelb. Das seht ihr hier in dem Video nicht. Das schimmert aber extrem schön und komplett Glitzer. Das ist richtig so eine Glitzerlampe. Total mein Ding. Ja? Okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Da lasse ich mich eben erzählen, ablenken und dann muss man immer den Faden wieder zurückfinden. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.